Ja, Leute, wie geht's euch? Perfekt, bestens. Wir haben eine Bandes bekommen diese Woche. Ja, ganz gut. Und selbst? Ja, auch gut. Ich weiß gar nicht, ob die Folge diese Woche online kommt, aber... Okay, wir haben halt zu dem jetzigen Zeitpunkt eine Bandes bekommen. Ja, also gestern oder vorgestern? Am Montag, ja. Heute ist Mittwoch und am Montag. Ja, am Montag. Die ja, sag noch mehr. Sag doch, wie spät ist es? Es ist 19 Uhr, Leute. Wir nehmen den Podcast auf. Meine Güte. Aber, das, wir haben nur ein paar Sekunden vorher gehabt, aber hoch die Tassen, oder Julian? Ja. Yes. Heute die Flasche. Gleichen zu gleichen. Prost. Ja, danke. Danke, danke. Prost. Oh, Prost. Wollen wir es umbenennen? Bottlecast? Bottlecast. Ich meine, ja. Ich habe eine Neuigkeit. Also, ihr wisst es ja so indirekt, aber wenn ihr das jetzt hört oder seht von mir aus auch, wir sind auf Spotify! Yes, let's go! Finally, unsere Promotour ist quasi beendet. So, Leute, und falls ihr euch fragt, wie kann das sein, dass so drei komplett inkompetente YouTuber es nicht schaffen, auf Spotify hochzuladen? Leute, wann habe ich euch gefragt, dass ihr mir die Folge schicken könnt? Vor 2 Monaten bei mir, glaube ich. So ungefähr müsste das gewesen sein. Ja, bei mir halt seitdem der letzte Podcast online gekommen ist. Das ist auch schon wieder ein Monat her. Und wann habe ich von dir, Can, die Datei bekommen? Vor 5 Minuten. Ja. Also, dann wisst ihr Bescheid, ne? Also, es kommt auf jeden Fall, aber wir müssen uns da auf Spotify erstmal, ja, ne? Da fühlen wir uns noch nicht so zu Hause. Aber, falls ihr das schon direkt auf Spotify hört, Bewertung da lassen. Let's go, ne? Wichtig, wichtig. Und gerne auch euren anderen Yugi-Freunden vorschlagen, falls sie das auch interessieren sollte. Einfach mal, ne? Einfach ein bisschen teilen. Yes. Ja, da jetzt volles Werbeprogramm durch, das ist ja unglaublich. Jetzt, fällt gerade auf, ich hab, wo du gesagt hast, dass wir auf Spotify sind, habe ich so eine Gestik gemacht, aber das sieht man ja nicht. Ja, auf Spotify sieht man das nicht, nie schlecht. Ja, sehr schlecht. Oh Mann, okay, ja. Ja, ich würde sagen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen auch, ne, dass man jetzt auch so macht, dass das auch Zuhörer alles checken, ne? Ja, stimmt, ja. Ja, jetzt musst du so wie so ein Stummfilm so alles. Ja. So pet. Ach nee, das geht auch nicht. Der Stummfilm macht ja gar keinen Sinn. Egal. Das war das Gegenteil. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja, wollen wir vielleicht zu ein bisschen Substanz kommen? Ich meine. Ja, bitte, bitte, yes, bitte. Ja. Dann los! Ja, ich dachte, wenn du schon hier was, wenn du schon in die Richtung willst, ja, dann musst du auch mit einem Thema kommen, Maurice. Nee. Ja, ich hab sogar. Also, und zwar folgendes. Wir drei haben uns jetzt ja quasi einen Monat nicht mehr gesehen. Also, Gamescom war das letzte Mal. Und wir hatten nur einmal kurz was miteinander zu tun, und zwar während Cross-Duel. Ja. Ja, und das war's, ne? Leute, was habt ihr einen Monat lang gemacht? Erzählt. Also, jetzt natürlich so YouTube-Business. Mehrere Businesses. Ja, ich kann ja damit mal anfangen. Ich habe auf jeden Fall einen Monat gestruggelt und auf die Bandes gewartet, ja. Das kann ich schon mal sagen, weil das ist tatsächlich gerade in dem Bereich, wo ich meine Videos mache, an irgendeinem Punkt immer ziemlich schwierig, Content zu bringen, wenn einfach die Bandes kurz bevorsteht, weil ich kann ja nicht Top 5 Metadecks aufnehmen, wenn am nächsten Tag theoretisch die Bandes droppen kann, dann war das quasi einmal für den Arsch. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ist de facto so, und deswegen ist das immer so ein bisschen der Struggle, ja. Sagt man nicht für die Cuts? Kann man auch sagen, ja. Okay, also du hast einfach nur einen Monat gestruggelt, okay. Ja, mehr oder weniger, ich meine, ansonsten war da nicht so viel, ja. Aha, und John, was lief bei dir? Ja, also bei mir läuft gerade Vorproduktion auf Hochtouren, also so wie noch nie. Also ich habe den letzten Monat eigentlich so gefühlt komplett durchgeballert. Ich tatsächlich in 1,5 Wochen das erste Mal nach halben Ewigkeit tatsächlich in den Urlaub fliege.
Nice. Und da soll Content auf jeden Fall schon vorbereitet sein. Deswegen habe ich in der letzten Zeit eine Menge Doppelschichten quasi gearbeitet, wenn man so will. Und Selbst und ständig. möchtest du den Zuschauern ja. und Zuhörern verraten, wohin es geht? Es passt tatsächlich zu Yu-Gi-Oh!, denn es geht nach Ägypten. Ah, es ist ja sehr geil. Ja. Nimmst du Videos dort auf? Eigentlich müsste man das ja machen, ne? So ein Duell vor den Pyramiden. Das wäre so geil. Das wäre Aber schon pass auf, geil, ne? Nicht, dass du dann doch noch mit dem Millenniumsgegenstand nach Hause kommst. Oh nein. Ja, dann habe ich so eine zweite Persönlichkeit. Oha! Ja. Oh nein. Es Ah, ist. nee, aber ansonsten war jetzt nicht so viel Besonderes los. So. Und bei dir? Ja, stimmt, das wäre die Gegenfrage. Ja, ich erzähle gar nichts hier. Nein. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr viel passiert, ohne dass was passiert ist. Und Das zwar, heißt? ja, so hinter den Kulissen mäßig. Da kommt der Nähkästchen rausgeholt. Oh, da wird ein bisschen geplaudert hier. Nee, betrifft euch zum Teil ja auch. Oder nicht. Nächsten Monat ist Spielemesse in Essen. Richtig, richtig, ja. Da Was muss. heißt nächsten Monat, Maurice, in 2 Wochen? Ja, aber, hä, ist es, hä? Wir können ja hier mal, hast du das Datum im Kopf? Macht's vielleicht leichter. 6. bis 9. Oktober ist das, meine ich. Ja, So ist ist es, glaube ich, korrekt. ja. Das ist richtig. Ja. Ja, genau. Ja, dass die Spiele essen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall. Julian, du auch. Und Jan, du nicht, ne? Ich wäre gerne da gewesen, aber ich bin Ah halt ja, du zu der bist ja Zeit, wie in gesagt, im Urlaub. Ägypten. Ja. Hätte ich auch vorgezogen, bin ich ehrlich, ja. Ja, Urlaub ist, muss man sich halt auch gönnen, ne? Das ist wichtig so. Ja, aber das läuft also im Hintergrund. Also im Hintergrund, das klingt jetzt so krass, als würde man ja jetzt so 24-7 dran arbeiten. Das nicht. Aber muss ja Fahrt hin, Hotel, also wenn man mehrere Tage ist, Hotel, was macht man dort? Also, ja, also ich werde zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, ich sag's jetzt einfach. Ich werde Master da sein. Also man kann gegen mich spielen. Ich glaube, Julian, du auch sogar, ne? Ja, genau. Wie auf der Gamescom auch schon. Ja, also so, ja, aber das muss man ein bisschen klären. Das ist die eine Sache, die im Hintergrund läuft. Dann diesen Monat lief ja im Hintergrund auch viel Cross-Duel. Also im Sinne von Vorbereitung. Also, ich weiß gar nicht. Also, ich habe zwei Streams gemacht und ein Video. Ich weiß gar nicht, was ihr gemacht habt. Ich habe 2 Videos dazu gemacht. Ich habe dazu 4 Videos gemacht. Ich muss sagen, Wow. eins war sehr, sehr aufwendig. Also ich würde sagen, das war nach langer Zeit so eines der aufwendigsten Projekte. Das war dieses Vierer CK. Ich muss sogar Ja. gestehen, ich habe es geguckt. Ich habe es auch geguckt, Echt? tatsächlich. Ach Ja. echt? Auch du, Oder Julian? wie fandet ihr Also, das? normalerweise ist das ja jetzt nicht der Content, der mich anspricht Richtung Anime, aber ich habe mir so gedacht, das kann ich mir, also das muss ich mir geben. Also ich fand das echt von der Macher ziemlich nice, muss ich sagen. Kann ich euch hier mal Props aussprechen. Danke. Ja. Freut mich. Und kleiner Insider-Tipp. Du hast einfach gegen drei Randoms gespielt. Ja, ich habe halt einfach random Cross-Duel gespielt. Naja. Hab so nebenbei OBS laufen lassen und hab dann irgendwie ein Duell genommen, wo ich dachte, okay, das ist lustig. Dann mache ich dazu jetzt einfach irgendwie 4 passende Rollen. Ja, muss komplett Nö, scripten und ja. so, ne? Das ist schon aufwendig auf Ja. jeden Fall. Komplett Ja. scripten aufgrund des Duells. Aber ich finde es immer interessant. Leute denken dann vielleicht so, es stand erst die Idee und dann der Text und dann das Duell. Nee, es war erst das Duell da. Ja. Ja. Normalerweise mache ich es auch so, dass ich das Duell dann plane, aber wie willst du das halt in Crosstool machen? Ne? Ist ja schwierig, da bräuchst du ja 4 Accounts quasi. Ist ja gefühlt Ja, unmöglich. und dann müssen die Hände ja mal gut sein, also passend sein. Das Ja, stimmt, genau. ja. Also du müsstest ja Also. 20 Mal neu starten, das Duell. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend vor, die ganze Machart immer wieder neu einsprechen und ja, das glaube ich ist krass. Aber ist cool. Ja. Also Leute, wenn ihr es nicht gesehen habt, geht auf CKs Channel und guckt euch das Duell an. Yes, danke. Aber wenn wir gerade beim Thema sind, ich meine, es ist jetzt komplett gedelayed und so. Ich meine, eigentlich haben wir Banlist, müssen wir eigentlich 100 Mal über Banlist reden, aber gefühlt gibt es ja schon 1000 Millionen Videos auf YouTube. Aber Crossduel nochmal. Wollen wir so wie bei so einer Diskussionsrunde, jeder hat jetzt eine Minute Zeit, zu Crossduel ein Statement zu sagen.
Können wir gerne machen, ja, wenn du möchtest. Dann darfst du auch mit anfangen. Oha, jetzt setzt er mich unter Druck. Nee. Oh, na gut, okay. Jetzt wirft er die Frage zurück, Alter. Okay, so, jetzt mein Hot-Take hier. Crossduel. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, denen Crossduel wirklich Spaß macht an sich. Ich habe auch sehr viel Ranked gespielt. Bisschen gesuchtet. Ein bisschen. Ja, das war auch sehr interessant im Duell. So alle so, ja, so 500 Fähigkeitspunkte, 1000 und ich komme da so mit 7000. So richtig gesuchtet. An sich, das Spielprinzip finde ich halt cool. Ich muss aber leider sagen, dass das Spiel zu wenig, wie soll ich sagen, zu wenig nicht Input, zu viel, so wenig Material liefert. Wenig Content bietet? Ja, Content, genau, Content bietet. Ich habe es in einer Woche durchgespielt, quasi. und nicht jeden Tag jetzt 20 Stunden. Also es war schon weniger Suchten. Es war jetzt nicht so jeden Tag so viel. Also safe, einen Tag habe ich locker 6 Stunden gespielt oder so, aber die anderen Tage eher nur so 1-2 Stunden. Und ich war fertig so. Und ja, es gibt jede Woche neue Missionen. Kann man machen, nimmt man halt mit so. Die passieren aber quasi von automatisch, wenn du einfach ein bisschen Ranked spielst und so. Ja, also mir fehlt Content. Ich brauche ja kein Geheimnis draus machen. Ace-Monster, 3 Fähigkeiten oder 1 Fähigkeit, das macht einen großen Unterschied. wenn du nicht abnormales Glück hast beim Pack ziehen, dann musst du halt dafür Geld ausgeben, um die Packs zu ziehen, um die richtigen Monster zu ziehen, ne? Das ist halt dann leider nicht so cool. Aber ja. Ja. Soll ich damit direkt einsteigen? Ja, mach du weiter. Deine Minute war übrigens auch längst überfällig, ja? Ach so. Ja, es zählt nicht. Ich habe Zwischenfragen quasi gestellt. Na, okay. Ne? Also, falls du, darfst du auch machen. Okay. Also Crossduel. Ja, ich sagen, direkt falsch. Wieso? Ich wollte einfach irgendwas sagen dazwischen. Weil du meinst, ich darf auch was sagen. Ja, darfst du gerne weitermachen. Auf jeden Fall, meine Meinung zu Crossduel ist, dass wenn wir das zu viert spielen, so wie wir das ja bei der Aufnahme auch gemacht haben, dann muss ich sagen, ist das echt was, was mich abholt, dann ist das wirklich was, was Spaß macht. Aber wenn ich das random gegen Online-Leute spiele oder auch irgendwelche anderen Modis da drin, holt mich das Spiel, wenn ich ehrlich bin, nicht ab. Ist zwar von der Aufmachung und so generell hübsch gestaltet, ist auch mal was Neues, aber ist jetzt nichts, wo ich mich mit, glaube ich, langfristig und nochmal beschäftigen würde. Also klar, sagt niemals nie, aber für den Moment ist es ein Spiel, was ich jetzt eher nicht so sehr feiere. Das ist so ein bisschen meine Meinung zu Crossduel. Also ich habe eigentlich schon mehrfach so gesagt, was ich jetzt über Crossduel wirklich denke. Aber ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also ich finde die Idee mit den Vierer-Duellen auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke auch, dass das Sache ist, die gefehlt hat. Aber ich finde, das Spiel, so wie es ist, wirkt gar nicht wie ein eigenständiges Spiel, sondern ich finde, das hätte man locker in entweder Master Duel oder Duel Links einfach als quasi alternativen Modus einfügen können, weil ich sehe bei so dem Großteil der Spieler nicht den Reiz, das Spiel jetzt so für die nächsten 3 Jahre oder so zu spielen, sondern das ist mehr sowas, was man gefühlt 2-3 Mal ausprobiert und dann hat man halt nicht so Bock darauf, weil das ist mehr so ein Gimmick und kein eigenständiges Spiel. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die Animationen und so weiter so schön sind, dass es so gut gemacht ist. So, man sieht ja richtig, wie viel Arbeit da drin steckt, aber dann halt für Crossduel. Da denke ich mir so, hätte man das in einem anderen Spiel gemacht, das wäre so krass gewesen. Aber Crossduel, habe ich das Gefühl, ist überhaupt nicht so relevant wie Duel Links oder Master Duel. Und ist einfach so ein bisschen verschwendetes Potenzial. Also, man hat mit Duel Links schon so ein großes Handy-Game. Finde ich, hätte man Cross-Duel quasi einfach als Modus machen können davon. Ja. Ich muss auch sagen, in Cross-Duel, Duel Links passt da am besten für Cross-Duel. So wollte ich sagen. Finde ich, weil ich glaube, zu Master-Duel, da sehe ich es auch nicht. Aber ich finde, bei Duel Links, da, das hätte ich mir schon durchaus vorstellen können. Da das Ding vor ist, allem, weil es ja auch diese Dreierzonen hat und so. Und, ja, richtig, genau. Aber zu der Thematik verschwendetes Potenzial, da muss man ein bisschen mal in die technische Sicht gehen. Das sind ja 3D-Models alles jetzt. Die haben ein Skelett, die sind geriggt und theoretisch kannst du es jetzt in jedes Spiel packen. Also, ja, gut. Wenn du willst. Ne? Das ist die Frage des Wollens. Gut, ja.
Aber theoretisch hast du jetzt die Programmierung und jetzt kannst du es in jedes Spiel bauen. Eigentlich. So, es sei denn, man arbeitet mit komplett verschiedenen Programmen und dann crashen die Dateien miteinander und passen nicht. Dann natürlich wieder nicht. Aber wenn man das gut anstellt, dann kann man alles, was man Cross-Tool hat, auch halt einfach, ich sage jetzt einfach mal, weil mir nichts einfällt, das nächste Legacy of the Duelist quasi mit 3D-Models wäre möglich. Aber halt auch leider dann natürlich nur die Models, die dort drin sind, weil es sind ja nicht alle Karten da drin. Und das wäre ja ähnlich dann wie bei Pokémon. Da sind ja auch die 3D-Models seit der 6. Generation und ich glaube, wir haben jetzt bald die 9. und da sind immer noch die gleichen Models. So, ne? Also ja, echt? Das schon recht, die kann man dann übernehmen. Ja. Lol. Also soweit ich weiß schon. Never change running system. Ja. Ja, von, also ja, deswegen, das kann man wahrscheinlich dann so machen. Ja, also wie gesagt, ich hätte es cool gefunden, wenn das einfach so mit zu Duel Links gehören würde, sage ich mal, weil da muss man auch sagen, der Pay-to-Win-Aspekt ist schon recht groß, finde ich, hast du ja selber vorhin angesprochen, und Duel Links ist ja auch ein Spiel, was sehr Pay-to-Win ist, und wenn du, sage ich mal, beides spielen willst, dann musst du schon eine Menge Geld ausgeben, so für zwei Yu-Gi-Oh! Handyspiele, so Mobile-Games, so, das finde ich schon sehr drastisch. Es wurde sogar ausgerechnet, wenn du alle Karten in Cross-Duel haben willst, alle Karten und alle Ace-Monster mit drei Fähigkeiten, also maximal ausgebaut quasi dein Deck, und du extrem Unluck hast, also quasi immer die letzte Wahrscheinlichkeit kriegst, da musst du, glaube ich, 15.000 Euro ausgeben. Oh. Das ist doch einfach krank. Und das Spiel ist gerade rausgekommen. Also ist ja nicht so, dass es da jetzt schon so eine gigantische Auswahl Karten gibt. Ja, man muss aber auch sagen, dass andere Spiele, also ich kenne nur noch das nächste Extrembeispiel, bei zum Beispiel Diablo, das Handygame. Ich glaube, Max-Account kostet, also auf jeden Fall sechsstellig. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine 500.000 ist oder nur 100.000, 200.000 ist. Hilfe. Und ich glaube, Pokémon, dieses Pokémon-Spiel, ich habe den Namen vergessen. Pokémon Go? Nein. Schwert und Schild? Nein, das Pokémon Shuffle? Was? Pokémon Shuffle? Ja, dieses ist es auf der Switch, oder nicht? Oder wie heißt dieses Spiel, wo du mit der Arena in der Mitte auch kämpfst und so? Da läufst du, bist das Pokémon, läufst so rum. Ah, Pokémon Unite meinst du? Ja, oh. Unite. Und da ist auch ein krasser Pay-to-Win-Aspekt drin. Obwohl man ja da argumentieren kann, obwohl das kann man übrigens auch bei Cross-Duel argumentieren, es ist ja nicht Pay-to-Win, weil bei beiden Spielen, Cross-Duel und diesem Pokémon United, du kannst es ja alles erspielen. Ja. Und bei Pokémon wurde das ausgerechnet. Ich glaube, um ein Pokémon maxed zu haben mit allen Items, musst du, was war das? Ich glaube, 3 Jahre spielen. Um ein Pokémon gemaxed zu haben. Ja, damals zumindest. Ja. Kann sein, dass es gibt. Also, ne, Leute, das ist jetzt Halbwissen, ob das aktuell ist, weil ich habe das nur am Anfang mitverfolgt und ja, vielleicht wurde das jetzt geupdatet und verbessert. Aber ja. Man muss aber da noch sagen, ich habe zumindest gehört, dass also quasi die 3 Jahre das voll maxed, aber die Differenz zwischen Level 10 und Level 8 ist nicht so extrem wie zwischen 8 und 4, weißt du, wie ich meine? Oder 8 und 6. Also, je höher du kommst, desto weniger krasser ist das. Also, der Abstand des Besserwerdens ist geringer, aber ändert halt trotzdem nichts, dass Max halt immer besser ist. Ne? Das ist immer so irgendwo, ne? Aber gerade, ich meine, Jan hat es eben schon mal angesprochen. Mal angenommen, du spielst wirklich Cross-Duel, Pace da rein, dann spielst du noch Duel Links, Pace da rein und dann spielst du noch das TCG. Du brauchst gefühlt zwei Jobs. Und theoretisch ja, also Master Duel auch noch, ne? Master Duel ist jetzt nicht so. Also da kann man, glaube ich, schon einfacher an also da. Da kannst du es schon Free-to-Play spielen machen. Ja, also da weigere ich mich, das magische Wort zu droppen. Nee, das sind ja 3, ne? Pay to. Ja, ich wusste, dass da was von dir kommt in die Richtung. Ja, nee, Welt. Halt, stopp! Ja, ich bin aktiver Master Duel-Spieler seit Season 1, ja? Ich bin immer high-ranked, höchster Rang im Spiel. Ich habe das Turnier gesuchtet. Es gab ja ein Master Duel-Turnier, das erste. Ich hatte kein Leben. Ich habe in wie lange ging das? War der nicht 48? Was war da nochmal? 3 Tage in Stunden? Ich bin so lost. 71 Stunden. Ja. 74, ne? Das üben wir nochmal, ne? 72 Stunden. Ja, stopp. 72 Stunden hast du Zeit, dieses Turnier zu spielen. Und ich habe davon, das ist jetzt kein Scheiß, über 40 Stunden gespielt. Ja, ich habe einen 21-Stunden-Stream gemacht. Also
Aber ich finde es gut, dass du das gerade ansprichst. Habt ihr mitbekommen, wie das Ganze ablief mit dem Gewinner dieses ganzen Turniers? Ja, aber halt, stopp, bevor wir das Ende machen. Ich muss den Punkt auch setzen. Und zwar, so, und mein ganzer Account hat, mein Account hat 16 verschiedene Decks, die alle metafähig sind. Ich habe nicht einen Cent ausgegeben. Also behaupten, das ist Pay to Win, ist halt lost einfach. Ja. Das war ja auch die generelle Meinung zu Master Duel. Also, zumindest habe ich es immer so wahrgenommen, dass das halt nicht Pay to Win ist. Immer so das Gefühl, wenn du unbedingt schnell Sachen bekommen willst, kannst du payen. Weil es ist auf jeden Fall auch free to play. Ja, aber dann bist du wirklich sehr ungeduldig. Ich glaube, du musst 10 Stunden maximal. Also, dein Deck quasi fast fertig, kannst du nach schon 3 Stunden Spielzeit machen und dann nochmal nach 7 Stunden. Also, ein Deck hast du auf jeden Fall zu Beginn. So, wie du es haben willst. Ja, nach ungefähr 10 Stunden. Ja. Naja, was heißt ungefähr 10 Stunden? Du kriegst auch ein spielbares Deck schon früher zusammen. Ja, das viel perfekte früher. Deck halt, ne? Ja, das perfekte Deck. Ja. Aber wir reden wirklich von perfektes Deck mit Staples, mit allem. Ja, da brauchst du schon halt so 10 Stunden. Sagen wir maximal 20 Stunden. Und wenn du doch nicht bereit bist, 20 Stunden in ein Spiel zu stecken, dann brauchst du auch nicht spielen. Also weiß ich nicht. Das ist nicht vergleichbar mit den anderen Mobile Games. Aber Duel Links und Cross Duel sind schon viel krasser. Ja. Definitiv. Aber Julian, du wolltest noch einen Punkt machen. Genau, aber da brauche ich ein bisschen deine Hilfe, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Story besser kennst als ich, weil ich habe das nur so ein bisschen überflogen, habe das am Rande mitbekommen, weil Master Duel ist jetzt auch aktuell nicht so mein Thema, ne? Aber da war es ja wohl so, dass, glaube ich, ein Xbox-Spieler das Ganze gewonnen hat, der übrigens permanent durchgegrindet hat, also der hat durchgemacht und hat das komplett durchgeballert. Guck, der hat noch weniger geschlafen als ich. Der hat gar nicht gepennt. Ja, und wie kannst du denn nach 3 Tagen nicht schlafen immer noch Yu-Gi-Oh! Spielen, ohne Fehler zu machen? Frag ihn das mal, ne? Aber der braucht auch keine Fehler machen, denn jetzt kommen wir nämlich zum Clou. Der hat es nämlich geschafft, dass er nie gegen Leute gespielt hat, die höher als er im Rank sind, indem er eine Funktion auf der Xbox genutzt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das auf der Xbox gelöst ist. Auf jeden Fall war das nicht mal irgendwie ein Exploit. Das war einfach nur eine Option, die dort auf der Xbox alleinständig verfügbar ist, die er halt da ausgenutzt hat. Und deswegen kann man da ja ihm auch keinen Vorwurf machen. Auf jeden Fall hat er nie gegen High-Ranked-Leute gespielt. Und deswegen war das für ihn relativ einfach. Und ich glaube, der hat auch einfach nie verloren. Ich weiß nicht, Maurice, hast du dir das auch nochmal? Ja, also erstmal wegen keine Fehler. Das Ding ist, beim Master Duel, das ist ja ein Best of One. Und zum Zeitpunkt des Turniers gab es ja noch Needle Fiber, Aurora dann Kombos. Und Needle Fiber sind ja einfach ein Tuner, ein Nicht-Tuner. Dann hast du Full Combo. Und wenn die Leute dich handtrappen und du dann in den Needle Fiber noch kommst und kombos, dann quitten die eigentlich schon. Also, die Duelle werden meist selten komplett ausgespielt. Zumindest zum Zeitpunkt des Turniers. Weil du halt auf Zeit spielst. Du hast nur eine gewisse Zeit. Du musst halt so viele Duelle wie möglich gewinnen. Und wenn du weißt, dass du verloren hast, dann kannst du auch vorher aufgeben. Und ich meine, was ich gehört habe, das Ding ist, er hat auf der Xbox. Sicher, dass er es aktivieren musste oder ob es einfach passiv aktiv war? Nee, ich glaube, du musst immer auf irgendeinen Knopf drücken. Aber ich habe jetzt auch keine Xbox. Es kann auch sein, dass es passiv ist. Aber ich meine, gehört zum, er hätte immer aktiv was gedrückt. Auf jeden Fall, diese Funktion, die da passiert ist, ist, dass er nur gegen andere Xbox-Spieler spielt. Ah, richtig, genau sowas. Ja. Also, er spielt nicht gegen PC-Spieler oder Handyspieler, sondern nur gegen Xbox-Spieler. Hat das Crossplay deaktiviert, sozusagen. Genau, richtig. Richtig, ja. Und, erstmal. Ohne jetzt hier irgendwen jetzt die Kompetenz abzusprechen. Aber ich sag mal, die Spieleanzahl auf Xbox ist einfach immens kleiner. Das ist erstmal Fact. So. Ja. Ist halt immens kleiner. Und ich weiß jetzt nicht, also alle, die ich kenne, die gut spielen und die Master spielen, spielen es nicht auf Xbox. Da wird es bestimmt auch gute Spieler geben, aber nicht so viele. Xbox ist doch eher so, also das, wie kann man das sagen, ohne irgendwie auf die Füße zu treten? Das ist ja richtig schwer. Also es ist wahrscheinlicher, dass du jemanden spielst, der gerade so, hey, ich spiele mal Yugi, weil LOL und nicht, weil er tryhard ist. Ja, genau. Das stimmt. So. Es ist auch einfach komplizierter, mit so einem Konsolencontroller zu spielen. Ja, ja. So mit der Maus geht es viel einfacher, viel schneller. Ja. Deswegen. Ja. Ja, gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, es an der Xbox zu spielen. Außer, du möchtest so ein Turnier gewinnen. Na, hat ja ganz gut geklappt. Machen wir einen Punkt hier hinter, würde ich sagen, oder? Ja. Obwohl, ich glaube, du, Julian, weißt es so, aber Jan nicht. Wir haben ja gesehen, man darf kein Leben haben dafür. Ich hatte halb kein Leben.
gerade mal, welcher Platz ich geworden bin. Weil da muss jetzt noch so ein bisschen Referenz kriegen. Also der erste, hat man ja gesehen, hat ja quasi nicht geschlafen. Ja, und dann ist jetzt die Frage, ich habe auch sehr viel gespielt, wie gesagt, auch abnormal, also für einen normalen Schlafrhythmus ist das schon nicht gesund. Ja, also wie viele Duelle habe ich ungefähr gewonnen und welcher Platz bin ich am Ende gewonnen? Also du, wie viele Duelle du gespielt hast, kann ich dir nicht sagen, das ist, glaube ich, das ist nicht einschätzbar für mich, aber den Platz, glaube ich, ich würde sagen zwischen 6.000 und 7.000 irgendwas. Jan? Ich würde fast sagen, dass du... Also ich würde sagen, dass deine Win-Rate so, also Win-Lose-Rate so bei 60-40% ist. Ich glaube nicht, dass du so extrem viel gewonnen hast. Und ich würde sagen, auf jeden Fall unter den ersten 5.000. Aber zur Win-Lose-Rate würde ich gerne noch was sagen, und die kann ich auch abgeben. Ich kann jetzt zwar nicht sagen, wie viel du gespielt hast, aber ich würde sagen, ich glaube, die ist tatsächlich 50-50. Okay. Ja. Die ist auf jeden Fall jetzt nicht so 80-20 oder sowas, auf gar keinen Fall. Also ist halt ein Best of One, ne? Das ist halt eh problematisch. Ja. Also ich bin erstmal Platzierung, ich bin unter den Top 1000 gekommen. Oh krass. Ich bin 732. geworden. Not bad. Krass. Also ich denke mal, Top 500 wäre easy drin gewesen, hätte ich noch mehr kein Leben gehabt. Ja, letzten Endes, am Ende ist es halt wirklich ein bisschen Glück, halt wegen wer anfängt und so. Und halt natürlich halt kein Leben haben, ne? Und ich habe über 300 Duelle gespielt. Ja, das ist ein bisschen was. Ich habe um die 100, ich war auf jeden Fall über 130 gewonnen. Ich weiß aber, dass ich eine 70-30-prozentige Würfel-Lose-Rate hatte. Okay. Also ich habe 70% den Würfelwurf verloren. Das ist leider sehr viel. Das ist halt auch nicht lustig. Ich habe das extra gezählt, auch im Livestream, weil ich mir dachte, ja, am Ende ist 50-50, wenn es halt so 55-45, who cares, aber das war schon lächerlich. Das ist schon, viel Pech auf jeden Fall, ne? Aber wie sagt man nicht so schön, Pech im Spiel, aber Glück in der Liebe. Oh, das ist okay. Da frage ich mich dann immer, wie das ist, Leute, die gut im Spielen sind und glücklich vergeben sind oder so. Dann denkt man sich so, also irgendwas davon muss jetzt ja gelogen sein. Ja, eins von beiden ist ein Trugschluss. Ja, genau. Oh, ja. Sprichwörter, Sprichwörter. Ja, so, aber, so jetzt, aber jetzt können wir dahinter mal einen Punkt machen, ruhig. Das machen wir auch. Und zwar würde ich jetzt gerne mal zum aktuellen Thema springen. Oha, zwar, News. Richtig, und zwar zur Banlist. Und ich will das Thema echt aufmachen. Ich muss das Thema aufmachen, weil ich weiß, dass einer unter uns sich dadurch jetzt nämlich wieder mehr mit dem TCG beschäftigt. Jan, möchtest du was dazu sagen? Also, ich habe ein, ich würde nicht sagen Max Rarity, aber eigentlich schon Max Rarity Spellbook Deck und es ist ready, die Meta wegzuklatschen. Nein, Spaß. Das nächste Mal Master dann, ne? Nächste Messe bist du dran. Ich werde mit Spellbook of Judgment Jaugen beschwören und entweder hast du ein Out oder nicht und das ist alles, was ich kann, okay? Normal Summon Driver? Nein. Ja. Ja. Ja, also hat mich auf jeden Fall echt gefreut so, weil es ist mein Lieblingsdeck und also ich habe halt literally, also das ist eine Sache, ich habe seit ich ein Kind war tatsächlich gewartet, dieses Deck spielen zu können und als ich dann irgendwann, das war ja damals halt endlos teuer, als es rausgekommen ist und als Judgment halt noch erlaubt war, als ich es mir dann irgendwann leisten konnte, war es halt nicht mehr so gut, weil auch Judgment verboten war und jetzt komme ich das erste Mal wirklich so in den Genuss, das Deck spielen zu dürfen und es, also natürlich ist es jetzt nicht Top-Tier, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, aber auf jeden Fall Bock, also. Ja, ist doch schön. Dann, dass du da auf jeden Fall auf deine Kindheitskosten nochmal zurückgreifen darfst. Ja. Aber ich hätte dazu nochmal eine Frage an Chan. Ja, ich auch. Ich muss noch mal unterbrechen. Ich auch, genau dazu. Okay, dann mach du erst, komm. Nee, du unterbrichst mich, da musst du jetzt auch loslegen. Nee, aber ich will danach nochmal in die andere Richtung gehen, deswegen mach du zuerst gezielt in die Richtung. Okay, und zwar, warst du smart genug, dir 3 Judgments Day vorher zu kaufen, bevor sie entbannt wird? Ich habe 10. Oh, Investment! Oh! Er war smart, er war definitiv smart. Aber wirklich schon so über die letzten 3 Jahre oder so immer mal wieder angeholt. Ja, okay. Ja, das ist gut. Und meine Frage wäre, Jan, da du bist ja so im Metagame aktuell eigentlich nicht drin, oder?
Gut, jetzt wäre meine Frage, wie findest du diese Banlist aus der Sicht eines Spielers, der aktuell nicht im Metagame drin ist? Ich muss sagen, ich habe jetzt natürlich den anderen Änderungen kaum Beachtung geschenkt, weil es weil's mich ja auch nicht großartig betrifft. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, es war Mystic Mine hat gefehlt. Mhm. Das fand ich interessant. es hat sich irgendwie so wenig angefühlt, würde ich sagen. War letztendlich so, auch wenig quasi, ne? Ja, also es war halt viel, was passiert ist, aber irgendwie ist auch nichts dadurch passiert. Ja. Ja. Also ich glaube, das beste Deck ist ja zurzeit Tearlaments. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dagegen wurde halt nichts Großartiges gemacht, was das Deck jetzt so schwächt, dass man es nicht mehr spielen kann. Das stimmt, ja. Aber Mystic Mine ist angeblich aber dafür eine andere Liste aufgetaucht. Und zwar angeblich in den Spoilern von OTS 13. Habt ihr das schon mitbekommen? Nein. Nee, aber das war ja OTS 13 sei schon OTS 20. Ja, aber das, was rumgegangen ist, war ja fake. Ja, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig bestätigt, ob die Karte nicht wirklich noch ins OTS-Pack reinkommt. Ja, das kann passieren, ja. Ja, also wir können uns da auf jeden Fall noch mal gespannt zurücklehnen, aber ich kann es mir vorstellen, sage ich euch so, wie es ist. Ja, aber es hätte ja nicht wehgetan, Mine trotzdem zumindest auf 1 zu packen. Das stimmt, ja. Aber ich finde, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, ich habe jetzt in letzter Zeit ganz viele Nachrichten bekommen zum Thema Mystic Mine, dass man es doch jetzt auch mal gut sein lassen soll, weil die Karte absolut ihre Daseinsberechtigung im Spiel hat, genauso wie andere Floodgates. Und dem muss ich hier einfach ganz klar vehement widersprechen, denn das ist eine Floodgate, die suchbar ist auf mehreren Wegen, was eine Rivalität und ein Ghost-Match eben nicht so einfach ist. Deswegen sage ich hier zu euch einfach mal nein. Punkt. Naja, also ja, vor allem ist es, also zum einen ist es auch eine Spell, das heißt, du musst nicht warten, um sie zu flippen. Gleichzeitig und, das noch, ja. Ja, und beispielsweise Ghost Match oder Rivalry oder so kannst du ja, wenn du Monster-Effekte hast, das können auch schießen. Hm. Und Mystic Mine ist so gefühlt, wenn sie gespielt wird, du hast ein Out oder nicht. Und bei so Sachen wie Ghost Match oder so hast du ja, wie gesagt, ich kenne mich mit den aktuellen Decks nicht aus, aber so erfahrungsgemäß hast du ja meistens dann doch irgendwie so auch das gleiche Attribut und kannst so ein paar Plays machen, kommst vielleicht auf, keine Ahnung, Nightmare Unicorn oder so und shuffelst das weg oder irgendwie sowas in der Art. Aber bei Mystic Mine geht das ja gar nicht. Ja, das ist schon. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Und ich muss sagen, ich verstehe das Argument. Also ich finde, Floodgates an sich gehören zum Spiel schon auf eine Art und Weise dazu, weil zu diesen extrem kombolastigen und schnellen muss es ein Konträr geben, das ist Controlling und halt Floodgaten, weil sonst kommst du vom Power-Level nicht hinterher. Wie willst du gegen ein Combo-Deck ankommen, wenn es halt einfach nicht, also es muss eine Möglichkeit geben, es zu stoppen, indem es einfach nicht spielt. Floodgates sind daher wichtig. Aber diesen Aspekt, den du gesagt hast, war halt sehr gut, Julian, mit dieser Suchbarkeit und so. Ich finde, Floodgates wären eine extreme Problematik, wenn die Main-Decks radikal darauf ausgelegt wären, dass man dagegen was hat, Main. Schon traurig dann. Das heißt, die Floodgate ist so mächtig, dass du unbedingt was im Main haben musst, damit du überhaupt eine Chance hast. Weil Rivalität und Ghosen, ja, die Karten sind auch krass und auch, manche sagen, unfair. Aber gegen die hat man was im Side, weil, wie halt Jan schon sagte, man kann da irgendwie mit dem Main-Deck noch drumherum krüppeln oder hat irgendwie im Extra-Deck ein Out oder so, irgendein Monster-Effekt oder so. Da gibt's Möglichkeiten halt diverse. Oder so, aber bei Mine fällt das halt alles flach und du musst dann schon in Main-Deck was packen, was krass ist und traurig vor allen Dingen. Ja, und deswegen, ja, ne, weiß ich halt nicht. Und gesund, also das Spiel gesund halten, ja, Mine ist halt an sich nicht so gesund, weil, also ich bin eh der Meinung, das ist jetzt eine sehr radikale Meinung, aber ich bin der Meinung, dass Karten, die nicht teillassen einen am Spiel, sollten halt generell verboten werden. Dazu gehört Sense vor allen Dingen auch. so, ich bin ein Riesenverfechter für Ban Sense. Nicht weil unfaire Karte, sondern weil dumme Karte. Ja. So, ja. Weil es, wie gesagt, Ghost Match, es schränkt dich ein. Ja, klar. Und du musst da irgendwie hin und her kruppeln und so. Ja, okay. Aber wie gesagt, du darfst was machen. Und nicht einfach, nein. Nein. Vor allem muss man da auch sagen, dass
Natürlich baut man dann das Deck wahrscheinlich so, dass es einen selbst nicht stört, aber ja, trotzdem schränkt ja Ghost Match einen selbst auch ein. Mystic Mine ja nicht, wenn du. Das stimmt, ja. Da hast du absolut recht. Ich meine, vor allem, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nichts gegen Floodgates. Ich finde Floodgates fürs Spiel auch wichtig, vor allem Traps sind da wirklich vollkommen fein. Ne? Nur um das nochmal zu unterstreichen und untermauern, was ihr da eigentlich gesagt habt. Aber wenn ihr halt euch mal überlegt, jetzt könntet ihr natürlich da draus wieder sagen, ja, Ghost Match Rivalitäten und so, die sind auch mit Port of Prosperity suchbar. Stimmt, mit Duality ist das auch möglich, aber halt nicht gezielt. Aber bei Mystic Mine habt ihr Demise of the Land, ihr habt eine Set Rotation, ihr habt ein Terraforming, ihr habt ein Metaversum und ihr habt die gleiche Chance, mit den Töpfen eben auch diese Karte auszugraben. Und jetzt sagt mir bitte, dass das nicht gerecht ist. Ja, also das ist einfach komplett unfair in meinen Augen. Ja, und deswegen, wenn man sagt, Mystic Mine gehört dazu, was man erstmal als Statement ja setzen kann, dann auf 1, weil dann ist es nicht, ich habe die eine geoutet, die nächste kommt, sondern es ist die eine ist geoutet, vorbei das Ding. ist so. Also das ist halt dann noch das Nächste. Und dann ist auch die Frage, ob man diese ganzen Sucherkarten, die du gesagt hast, gerade spielt, wenn man, also zusätzlichen Sucher, wenn man eh nur eine Mine hat, weil dann sind die anderen ja tot sonst. So. Die würde man halt nicht spielen, deswegen auf 1 wäre schon vollkommen fein gewesen. Aber gut, ist eine endlose Diskussion. Ja. Ich glaube, hier treten wir auf der Stelle. Deswegen müssen wir uns eh jetzt mit abfinden und müssen uns dann eben dementsprechend anpassen. Ja. Ist ja auch schon im letzten Podcast, ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist ein leidiges Thema. Wie ist denn die Sicht von einem Spieler, der demnächst vielleicht auch auf eine YCS fährt, Maurice, zu dieser Banlist? Das Ding ist, ich glaube, also ich bin relativ emotionslos immer zu Banlisten. Mir ist die Liste relativ egal, weil es ist, wie es ist. Also ich kann natürlich bewerten, ob ich persönlich eine Liste gut oder schlecht finde, aber letztendlich müssen wir uns immer damit halt abfinden und es ist halt einfach so. Und da jetzt stundenlang dann drauf rumzuheulen und zu sagen, alles ist scheiße, bringt ja auch nichts. So. Da hast du recht, ja. Man muss dann spielen und für mich jetzt diese Liste, mir war wichtig, dass die endlich kommt, weil wenn du eine YCS spielst, wäre schon schön zu wissen, nach welcher Banlist du jetzt endlich spielst. Das stimmt, ja. Und die zweite Sache ist, wenn eine Liste droppt, ich finde es schon gut, wenn die aktuellen Decklisten, wie sie jetzt existieren, nicht 1:1 danach immer noch so spielbar sind. Die Elements. Ja und nein. Man muss aber trotzdem sagen, dass da ja trotzdem Veränderungen stattfinden. Eine Snow raus. Jein. Du weißt, dass das einen Unterschied macht. Du weißt, ja, ich weiß. Aber du weißt auch, wie ich es meine. Ja? Ja. Das ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Ja, das ist richtig. Aber ja. Das Problem mit Tier-Elements, ich hätte sogar, auch wenn das jetzt nicht so krass was gemacht hätte, aber von mir aus Field Spell auf 1 oder so, jetzt nicht, weil man sagt, das soll was groß bringen, sondern einfach Consistency runterhitten. Und es wird eh noch viel zu krass in den Monaten, die jetzt kommen, das Deck. Also ja, wenn die Shinsu-Karten kommen, dann eskaliert alles. Ja, aber wie gesagt, also deswegen, ich bin zufrieden, dass eine gekommen ist. Ich bin zufrieden, dass sie schon ein paar Sachen gemacht hat. Needlefiber war lange überfällig. Ja. Also kann man geteilter Meinung zu sein zu Needlefiber, aber das besprechen wir nicht heute. Aus meiner Sicht ist Needlefiber wieder so eine Sache, entweder man akzeptiert es, dass es im Spiel dazugehört, oder man sagt halt nein. Und ja, Konami hat jetzt gesagt nein, okay. Vorher hat es ewig gesagt, es gehört dazu. Ich habe beides okay gefunden. Ich habe gerne Needlefiber beschworen. Im Master Duel mache ich das noch kurz, bevor die Banlist aktiv ist. Aber dann ist Needlefiber, glaube ich, überall weg, ne? In OCG, Master Duel und TCG. Ja. Ja. Ich frage mich auch immer so, bei so Karten, auch damals schon bei Some Sources oder so, was denken die sich dabei? Okay, wir drucken die jetzt für 2 Monate? Ich meine, bei Needlefiber war es jetzt länger, ne? Aber gerade auch, wenn man sich so Duel Overload mal anschaut, da sind jetzt einfach die 5 besten Karten gebannt. Alle 5. Das Produkt so, ist quasi. Summon Sorceress, Needlefiber, Werte Anaconda, was noch? Da war, nee, Summon Sorceress war da nicht drin, aber der Union Carrier ist da noch drin gewesen. Dann ist da noch der Simorgh-Vogel drin gewesen, das Link-Monster. Dann halt jetzt eben Hulk noch. War der Gumpler Dragon da auch drin? Weiß ich gar nicht. Der kam im nächsten Hauptset dann. Nee, der war da nicht drin. Es sind insgesamt auf jeden Fall 5 Karten, müsste das daraus sein. Ich habe jetzt die letzten Tage immer so auf Facebook erst gesehen, da habe ich dann erstmal wieder alle so auf einen Blick gesehen, aber. Ich könnte ja mal nebenbei auf Card Cluster gucken, keine Werbung an dieser Stelle, aber könnt ihr trotzdem gern vorbeischauen. Wow. Ja, es ist halt krass. Also man muss sagen, Dual Overload war, glaube ich, so eines der dümmsten Sets aller Zeiten. So, das hat so Next Level Power Creep gebracht, weil da waren diese ganzen kranken Link-Monster. Electromite war da auch drin.
Electromite, genau, ja. Nee, also, der war, glaube ich, ein Hauptset. Nee, der war da nicht drin. Electromite war da nicht drin. Nee, da war ein Extreme Force drin. Ja. Aber der kam auch zu der Zeit raus. Und so, dass das so lange gedauert hat überhaupt. Ah, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Werte Anaconda. Die nee, war da auch. Das hat Can gesagt. Hast du gesagt? Ja. Achso, okay, pass auf, aber ich habe sie jetzt hier. Also Hulk ist es einmal gewesen, dann ist es auf jeden Fall der Union Carrier gewesen, dann ist es der Simorgh-Vogel, dann ist es noch Auroradon, dann ist es Werte Anaconda. Auroradon. Und ich, oh, dumm. Ich glaube, das waren sie jetzt alle. Das heißt, dieses Set hat jetzt einfach keine guten Karten mehr, beziehungsweise wenn ihr auf Bandcard steht, ist es natürlich euer Set. Aber ansonsten ist das wirklich echt traurig. Ja, aber ich, vor allem, ich hätte so gedacht damals, das ist alles so in den nächsten 3-4 Monaten verboten, aber es hat ja jetzt 2 Jahre gedauert. Das stimmt, ja. Ich muss aber zugeben, dass ich das Set an sich richtig geil fand, weil das Ding ist, Link kam neu, wie es immer so ist, neue Mechanik, die gefühlt dann erstmal ignoriert wird, ist bei fast allen neuen Mechaniken so gewesen. Synchro kam, Synchro wurde quasi erstmal ignoriert, also quasi, ne, nicht, dass jetzt gar keiner gespielt hat. Bis man dann die Top, dann kommen auf einmal diese overpowerten Decks. Also irgendwie ist das bei jeder neuen Mechanik so gewesen. Mechanik kommt, juckt kein, dann aber Power Creep, boom, dann irgendwie Tier 0 gefühlt. Nee, bei Xyz war es, glaube ich, das Einzige, wo es nicht so war. Hä? Wind Up? War das nicht das erste Deck? War das zweite Set. Ja, da, genau. Vorher war Rabbit Turbo hier mit Dings. Das war auch krank. Oder was war davor? So, das erste Set war Generation Force. Das war das mit Leviathan-Drache. Den hat man ja schon gespielt. So. Und danach kam Photon Shockwave. Da kam dann Dino Rabbit und Wind Up. Ja, und das waren beide Broken Decks. Also, das hat ja nicht lange gedauert, bis das gespielt wurde, sondern das war eigentlich schon zu Beginn. Naja, zweites Set. Die Mechanik wird ja mal mit dem Structure Deck eingeführt. Aber noch mal ganz kurz zu Dual Overload. Ich muss den Sprung noch mal zurück machen. Ne? Scheiße. Ich möchte jetzt hier keinen Angst machen. Aber da sind noch 2 gute Karten drin. Und zwar? Das ist Artifact Dacta und die gute Selene oder Selene, wie auch immer. Ja, Dack. Ja, wenn man Sense nicht hittet, dann kann man Dacta bannen. Aber wenn sie es zu Meme machen wollen, dann bannt man die. Ach, Mann. Ja, weil Selene wird nicht gebannt. Ey, ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dass die irgendwann auch abused werden. Ich kann noch mal, wird sie doch schon. Lines, ja, die Access Code Lines finde ich noch nicht so krass, so das ist okay. Aber mal gucken, ne? Also, wenn die beiden noch weg sind, aber ja. Ja, ist schon crazy. Aber ich fand halt trotzdem ist cool, weil dann so viele Link-Monster kamen. Und vorher war es doch so, ich war sogar sauer, dass sie nicht alle importiert hatten, weil im OCG gab es ja das Set auch. Und da waren ja alle Link-Monster drin. Quasi. Und die kamen bei uns ja nicht mal alle, die kamen erst nach und nach. Schon viele, aber halt nicht alle. Weil so konnte dann jedes Themendeck dann endlich sein passendes Link-Monster spielen. Das war schon. Cherubini kam, glaube ich, deutlich später erst. Ja, warum? Hätte es auch sofort kommen können, so. Also ich hätte es gern gehabt, so. Und es hatte seinen Sinn. Jetzt kann man natürlich fragen, was hat Sinn, dass die Karten so krass sind? Aber das ist halt immer so, ne? Wenn man halt aus einer themeninternen Karte eine generische Karte macht, dann wird das halt immer zum Problem. Das stimmt wohl, ja. Man muss aber sagen, diese Flut von Link-Monstern, auch Isolde gehört da auch dazu. Boah, da gibt es so viele. Also es sind locker 10, 15 Link-Monster so. Das war schon Next-Level-Power-Creep. Ja. Also das hat man schon deutlich gemerkt. Das war Next-Level. Mhm. Also da ging es richtig los mit so richtig Broken-Kombos und so. Naja, Isolde ist sowieso auch so ein Kandidat, dass die überhaupt noch da ist, wundert mich auch jeden. Ja, die hätte auch 100-mal schon zwischenzeitlich gebannt werden können. Man hat das zwar anders gehandelt, aber auch früher oder später wahrscheinlich, wenn Krieger wieder problematisch werden, dann auch irgendwann. Ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht. Ich meine, das Noble Knight Format, da hat es ja nicht die Isolde getroffen. Das stimmt, ja. Also. Aber das ist ja eh die neue Bandist-Politik, die jetzt seit längerer Zeit schon gefahren wird. Decks nicht töten, Karten drumherum. Klappt eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Sure. Find ich per se auch nicht verkehrt. Allgemein, also ich weiß jetzt gerade gar nicht. Das ist jetzt natürlich. Ich weiß es in 2, 3, 1, so. Und zwar allgemein, dass sie immer mehr versuchen, Karten nicht gebannt zu haben,
sondern einfach auf 1 zu bringen oder ähnliches. Also ich sag nur Cyberdose wieder da. Jetzt natürlich. Substitute. Ja, ja, genau, jetzt natürlich dadurch, dass halt Needlefiber wieder weg ist, kommen halt natürlich die ganzen Tuner wieder so. Magiebuch des Urteils ist ja quasi auch, also klar, im OCG war es jetzt schon ein Master Duel, aber ist ja quasi so ein, auch so ein Test. So, ja. die Karte ist krank, aber auf 1, well, muss man erstmal haben, searchen, da muss man genug Spells haben und so. Das vor allem Deck, musst du Spellbook spielen. Ja, ja. Ansonsten funktioniert das nicht so. Ja, nicht so gut, nicht wirklich, ne. Ja, aber das ist halt so, finde ich gut, dass man die Liste entrümpelt, so. Ja, aber entrümpeln, das finde ich auch nicht auf Krampf, denn so zum Beispiel so eine Card wie Substitute, ich wusste nach 5 Minuten schon eine Combo und das fand ich nicht gesund. Ja, aber die Frage ist immer die Konstanz dahinter, ne? Sehr konstant. Ich kann es ja mal kurz als Beispiel bringen, das geht wirklich sehr schnell. Es gibt ja auch noch Tier-Element mit Sprite gemischt und vielleicht auch so eine Karte immer noch wie Swap Frog, die einfach ein Substitute dann foolisht. Und dann gibt es noch die Karte Dugaris, die sowieso in einigen Tier-Element-Listen gespielt wird, mit dem man die Ersatzkröte dann zurückholt und da die auch nicht once per turn ist, ne? Das könnt ihr euch selber ausdenken. Ja, aber das Problem ist doch, dass du dann, wenn du es richtig hart abusen willst, einfach gefühlt 20, warte, Frosch muss das sein, ne? Es muss sogar Frosch im Namen haben. Ja, du holst halt, machst halt, du hast halt damit die Chance, immer noch sehr konstanten Kröte dich umwerfen zu bauen und hast damit in Tier-Element nach wie vor deinen Omni-Negate. Ja, aber das Kranke an Substitute war halt Ronin. Ja, Ronin-Kröte, weil du die immer zurückholen konntest. Und damit hast du so Infinite-Material gefühlt, aber so ist es, wie Maurice schon sagt, so damit das sich wirklich lohnt, musst du halt irgendwie 10 Frösche spielen oder so und abgesehen von Swap bringt die jetzt nicht so viel. Und Swap ohne Ronin bringt auch nicht viel. Der hat auch einen Toad halt am Ende vielleicht. Ein Toad immer noch, ja, aber ansonsten Aber ja, eben. Aber das finde ich halt jetzt nicht so schlimm. Schlimmer fände ich, wenn jetzt auf einmal instant ein FTK-Deck Tier 1 wäre. Das stimmt, ja. Das fände ich schlimm. Ja. So, FTK-Decks Tier 1 sind ganz schwierig. Hat man glücklich war es schon lange nicht mehr. Wann war es letzte? Pendulum, ne? Pendulum FTK war das letzte. Danger FTK danach, glaube ich. Ah ja, mit Slash Draw. Oh nee. Slash Draw, stimmt. Ja, das war nicht so konstant, also das war nicht so lange wie Pendel FTK. Ja, weil es sofort richtig gekillt wurde von der Banlist. Ja. Aber es gibt ja vielleicht bald den nächsten Dark World FTK. Ja, leider war. Ach man, Dark World ist auch so der Inbegriff von. Ja, es könnte mal ein FTK-Deck werden. Ja, also theoretisch müssten diese ganzen Karten entweder limitiert oder gebannt werden, weil früher oder später so, weil du hast zu viel. Du hast Tore, du hast Dark World Dealings, du hast Snow, Brow, Allure. Du hast zu viele Karten, die, ja, Allure. So, du kannst dein ganzes Deck ziehen. Das ist, ist es zu viel. Es muss halt nur die Möglichkeit geben, das irgendwie zu abusen und daraus ein FTK zu machen. Die gibt's halt durch die neuen Support-Karten, die sind halt bescheuert, aber ja. Eben. Ja, das ist ja das Ding, wenn es kein Support wäre, wäre das nicht mehr das Problem, aber es wird wieder ein Problem, es war schon in der Vergangenheit ein Problem und ich verstehe ja, dass man sagt, alte Decks sollen besser werden wieder, also Dark World ist ja auch ein Deckthema, was uraltes und was Leute auch mögen, aber also ja klar, ich verstehe jetzt, man kann jetzt schlecht sagen, ey Leute, wir haben ein neues Darkstar-Deck und ey Leute, da ist Support für Finstere Welt drin und ey übrigens, das ist ein Tier-3-Deck, auch mit dem neuen Darkstar-Deck. Ja, okay, ist auch blöd, verstehe ich. Aber die Mechanik hinter Dark World, wenn man die mit guten Karten ausstückt, ist halt fast immer ein FTK. Das ist halt dumm. Aber es muss halt nicht gleich ein Handloop sein, so, ne? Also nicht, du kannst nicht das Deck gefühlt gar nicht so bauen, dass es gut ist, aber nicht broken ist. Dafür sind die Karten, die sind halt alle nicht once per turn. Also wenn du auf Snow und Brow und Dark World Dealings und so once per turn draufschreiben würdest, würde ich sagen, das Deck ist gar nicht mal so problematisch. Nee, dann ist es konstant, glaube ich. Außer es gibt wieder einen Loop halt. Ja doch, wenn du auf allen Dark World once per turn schreiben würdest, dann wird's. Wäre es nicht so schlimm. Ich glaube auch, dass es dann nicht so schlimm wäre, aber ich weiß nicht, ob es nicht auch problematisch wäre. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also ich meine, das Krasse ist ja, dass du, also du kannst ja mit Snow 3 Karten pro Zug suchen, mit Brow kannst du 3 Karten ziehen. Das Ding ist ja, dass du immer wieder neu nachziehst und das immer wieder neu machen kannst, so, und das unendlich, bis du dein ganzes Deck durch hast. Und wenn die alle once per turn wären, dann würde das halt gar nicht gehen. Ja. Das stimmt.
Das stimmt. Ich gucke jetzt gerade nur ein bisschen auf die Uhr, ne? Und ich habe euch ja eben am Anfang dieser Podcast-Folge ein bisschen geteasert, dass ich heute noch was vorhab mit euch. Ja, das stimmt. Ja. Er hat schon geflucht über euch, Leute. Es sind noch 10 Minuten und ich habe mir gedacht, ich mache auf Instagram mal eine Umfrage. Jetzt kommt's. Auf dem Telefon. Und hab gedacht, auf dem Telefon! Auf dem Telefon. Auf dem Telefon. Eine Drehscheibe eingetippt. Klar, natürlich noch mit richtig schön. Wir können ja mal eine neue Kategorie einführen. Oha. Und zwar, dass jeder von uns eine Frage aus seiner Community mit in den Podcast bringt und die beantworten wir. Jetzt nicht ewig lang, aber zumindest mal kurz anreißen, vielleicht auch mehr, kann man sich ja dann noch überlegen. Und da habe ich gedacht, ich mache das einfach ganz dreist mal und sammle ein paar Fragen. Und ich hätte mir tatsächlich hier auch eine Frage ausgesucht, die hier in der letzten Stunde reingekommen ist. Die würde ich euch jetzt gerne mal in den Raum werfen, wenn das für euch okay ist. Dann wirf. Und zwar, inwiefern wäre euer Leben heute anders, hätte Yu-Gi-Oh! Nie existiert? Oh, was? Hä? Das ist so allein so eine Podcast-Frage schon für eine ganze Stunde. Ja, das, darüber können wir eine Stunde reden. Das stimmt, ja, absolut könnten wir das. Aber vielleicht versuchen wir es trotzdem kurz. John, willst du damit anfangen? Boah. Sicher, dass ich anfangen soll? Also, denk dran, der muss auf die Uhr gucken, aber ja. Nee, also wenn du überlegen willst, ne, dann kann ich ihm, Leute, ich glaube, ich kriege das schneller zusammen. Ja, vielleicht. Kürzer. Was war das denn? Yu-Gi-Oh!, ne? Ja. Yu-Gi-Oh! Dann wärst du Pokémon-Spieler, wow. Nein. Das Ding ist, das Pokémon-TCG als Kartenspiel, lol, doppelt gemoppelt, egal, ist viel, viel später gekommen als Yu-Gi-Oh! Also es gab zwar die Karten, aber diese professionelle Turnierszene kam viel, viel, viel später. Und da wäre ich faktisch halt dann, wenn ich kein Yu-Gi-Oh! Gespielt hätte, hätte ich das nicht mal mitbekommen, dass Pokémon TCG-Szene bekommt. Mhm. Ja, ich glaube, boah, wenn ich so ganz abstrakt denkt, also ich glaube, ich würde kein YouTube machen. Mhm. Weil ich habe zwar YouTube auch gemacht, schon mal ohne Yu-Gi-Oh!, aber das ist verlaufen, weil das mit Freunden war und so. Und ich glaube, das wäre noch verlaufen, wäre eine nette Erfahrung gewesen, aber das war es dann auch. Und ich glaube, ich wäre dann mehr Richtung Computerspiele gegangen. Vielleicht wäre ich so ein richtig toxic LOL-Spieler geworden. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass ich, also, ja, ich würd denken, dass andere Hobbys oder einfach weiter größer geworden wären, als sie jetzt geworden sind. Und mir fällt da halt nur sowas ein, wie halt PC-Spiele, Animes, Mangas, dass ich vielleicht da noch mehr gemacht hätte. Weiß ich nicht. Also das würde ich halt sagen so. Also ich glaube, ich hätte dann halt, ja, andere Sachen gezockt einfach. Ja. Und nein, ja, kein Pokémon. Weil ich glaube, das hätte zeitfenstertechnisch sich verpasst. So. Das kann, ich glaube, ich kann viele deiner Aussagen wirklich unterstreichen. Aber eine Sache, die hätte bei mir viel verändert, ich hätte eigentlich sein Geld gespart. Das muss ich hier ganz klar mal so sagen, weil das ist natürlich auch nicht das günstigste Hobby. Ne? Ich würde schon sagen, dass Yu-Gi-Oh! Echt teuer ist. Deswegen auf jeden Fall, ich denke, gespart hätte ich auf jeden Fall einiges. Und ich würde jetzt auf jeden Fall auch nicht hier sitzen. Ja, klar. Und ich hätte einen anderen Freundeskreis. Ich hätte auf jeden Fall deutlich langweiligere Wochenenden, nicht so viel Action, wo man rumreisen kann. Und das will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber so wäre es wahrscheinlich gewesen. Ich wäre wahrscheinlich echt langweilig, hätte viel am Wochenende zu Hause gechillt und so wäre das wahrscheinlich verlaufen. Bevor Jan da nochmal reingeht, oder einfach seine ganze Sache erzählt, da muss ich noch sagen, ich bin durch Yu-Gi-Oh! In sehr vielen verschiedenen Ländern gewesen und das wäre ich faktisch nicht gewesen ohne. Ja, ebenso. Also, ich hätte viel weniger erlebt, das halt wirklich war. Mhm. So. Jetzt hast du genug Zeit. Ja, also ich kann mir offen und ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass Yu-Gi-Oh! Nie Teil meines Lebens gewesen wäre, weil einfach so ein gigantischer Teil meines Lebens nicht existent wäre. Und ich wüsste nicht, was ich das hätte füllen sollen, um ehrlich zu sein. Also noch als ich, 6 Jahre alt war oder so, habe ich angefangen. Krass. Und ich habe auch damals so, also wirklich Freundschaften geschlossen durch Yu-Gi-Oh! Jetzt nicht nur durch so Turniere und so, sondern halt damals schon so als Kind. Ja. Und wirklich
teilweise so meine besten Freunde, also mit denen ich jetzt so 15 Jahre später immer noch zu tun habe, so mit denen hat sich so die Freundschaft auch zum sehr großen Teil durch Yu-Gi-Oh! Aufgebaut. Und ich würde sagen, so, das klingt jetzt so vielleicht übertrieben, aber es ist so, ohne Yu-Gi-Oh! Wäre mein kompletter Freundeskreis anders. Ohne Yu-Gi-Oh! Würde ich kein YouTube machen, also ich hätte einen anderen Job. Ohne Yu-Gi-Oh! Hätte ich mein Geld definitiv für andere Dinge ausgegeben. Wer weiß, was dabei rumgekommen wäre. Ohne Yu-Gi-Oh! Würde ich meine Freundin nicht kennen. Also mein komplettes soziales Umfeld wäre ohne Yu-Gi-Oh! Anders. Ich würde als Person gefühlt so gar nicht existieren. Das ist so drastisch bei mir. Also, keine Ahnung. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es sonst wäre. Dann ist es ja umso besser, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, hätte ich sagen. Oder würde ich dazu jetzt sagen, ne? Ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Übrigens habe ich hier auch eine Frage reinbekommen, weil da muss ich jetzt an dieser Stelle mal jemanden bloßstellen, und zwar unseren Vize-Europameister, der gute Sio, ja? Der hat gedacht, er schreibt hier einfach mal rein, wieso können Pferde nicht kotzen? Grüße gehen raus an dieser Stelle. So schreibt man auf jeden Fall die Fragen nicht. Habt ihr schon mal ein gutes Beispiel, was ich nicht brauche, ne? Oder was wir nicht brauchen? Ja, ganz lustig, ja, ist halt. Richtig, genau. Aber ihr könnt uns gerne in Zukunft einfach auf Instagram, ballert uns voll mit Fragen. Ja. Irgendeine wird reinkommen. Und würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Ich weiß nicht, wie es der Rest hier sieht, aber ich glaube, das ist schon nochmal eine ganz nette Sache, oder? Mhm. Ja, doch, ich finde das gut. Mhm. Yes, also bin ich auch auf jeden Fall dabei. Da ich eine Tradition ins Leben gerufen habe und wir sie einfach in der zweiten Folge ignoriert haben. Nein, haben wir nicht. Welche denkst du denn, welche das war? Der denkt das Video beenden. Nee, die meine ich nicht. Aha, was noch? Und zwar, dass wir einen Fun Fact haben in der Folge. Ein Fun Fact. Oh, ja. Fun Fact, ich habe keine Tasse heute. Immer Yu-Gi-Oh! Julian, immer Yu-Gi-Oh! Wow, ne? Ja, und ich habe einen. Also, echt? Und zwar wusstet ihr, dass indirekt die GX, also ein paar GX-Charaktere in Yu-Gi-Oh! Artworks wiederzufinden sind? Ja, in den Bujin Artwork. Oh Mann, Jan, halt doch mal die Klappe! Du weißt alles! Oh Mann, aber Julian hätte das nicht gewusst. Hä, ich weiß gar nichts zum Anime, was fragst du das überhaupt? Hä, ich hab extra für die Folge, Grüße gehen jetzt an Michi, extra für die Folge mich informiert, um irgendeinen Funfact zu haben, und Jan so, ja, weiß ich schon. Okay. Ich glaube, ich hatte ja mal ein 100 Fakten über Yu-Gi-Oh! Video gemacht und da war das mit drin. Wow. Achso, okay. Ich würde sagen, Chanda, liest du die einfach jetzt vor. Ja, du, jede Folge ein Fakt aus deinem Video einfach. Let's go. Ja, wir machen. Gut. Oh Mann. Ja, aber das auch geklärt. Ja. Nee. Chan, erklär mal eben, weil das ist jetzt voll unfair. Wir teasern das so an, sagen, ja, Bujins, und keiner weiß jetzt, worum es geht. Erklär mal eben auf dann. So, ja, also das Bujin-Deck-Thema, das sind so Monster, die quasi so, das sind so Holzfiguren, so. Und die neueren Bujin-Karten sind auf jeden Fall an ein paar GX-Charaktere angelehnt. Also es gibt da, glaube ich, Jaden, Chaz. Ich meine, es gibt auch Pegasus. Echt? Also ich weiß, dass Bastion auch drin ist. Es gibt Bastion einen neuen Pegasus, gibt es, der ist sogar noch gar nicht so alt, da kann ich mich dran erinnern. Ein der letzten 3-4 Sets müsste das gewesen sein. Ja, so. Der ist relativ neu. Also es sind jetzt nicht wirklich die Charaktere drauf abgebildet, sondern diese Holzmännchen oder wie auch immer, keine Ahnung, haben so ein bisschen die Form der Körper. Es ist so angedeutet, sage ich mal. Genau. Falls ihr das einfach mal googeln wollt, zum Beispiel den Pegasus, ist, glaube ich, das auch, was ihr am meisten kennt, ist Bujin Mahitotsu. Der ist tatsächlich an Pegasus angelehnt. Habe ich gerade mal geguckt. Oh, ja. Tja, das ist ein Funfact. Aber hey, dann wusstest du das sogar auch, Julian, mit Pegasus. Ja, also mir ist das durchaus aufgefallen, aber ich habe mir das nie bewusst gemacht oder so. Ich habe mir das einmal angeguckt, ah cool, sieht aus wie Pegasus, das war's. Gelöscht wieder im Kopf. Oh. Oh, sieht aus wie Pegasus, das reicht mir dann auch. Richtig. Oh Mann. Stimmt. Aber bei dem ist mir das gar nicht so aufgefallen. Also, ja, stimmt, es ist Pegasus, offensichtlich, ja. Ja. Ja, crazy. Aber ich sagen, Julian beendet den Podcast. Schon wieder ich. Naja, gut. Nachdem wir jetzt viel über Holzfiguren und kotzende Pferde und Fragen gesprochen haben, würde ich sagen, beenden wir das Thema einfach noch mit einer ganz kurzen Frage, die ich, glaube ich, hier nochmal stellen möchte. Ja, muss Mystic Mine verboten werden? Chan? Ja. Maurice? Auf 1.
Okay. Ich sag, die muss verboten werden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.